Blumen von den Regierungschefs aus Schweden und Belgien gestern für die Terroropfer von Brüssel. Der mutmaßliche Attentäter war ein tunesischer Asylbewerber. Er hätte abgeschoben werden sollen, war aber untergetaucht, nachdem sein Asylantrag in Belgien abgelehnt wurde. Viel Gesprächsstoff für die EU-Innenminister und Ministerinnen heute in Luxemburg. Der Täter aus Brüssel ist ja auch radikalisiert gewesen im Netz. Das, was wir bisher wissen. Und insofern ist das etwas, worauf wir uns fokussieren wollen, auch zu sehen, kann man frühzeitig im Netz diesen Hass erkennen. Doch vor allem geht es um die Frage, wie man Gefährder und Straftäter besser und schneller abschieben kann. Das Problem dabei ist ein grundsätzliches. Viele Herkunftsländer weigern sich bislang, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen, egal ob Straftäter oder nicht. Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit unserer Bürger darstellen, müssen unmittelbar und entschlossen abgeschoben werden. Das klingt simpel, doch die Praxis ist kompliziert. Bei dem im Juli mit Tunesien geschlossenen Migrationsabkommen, das auch Abschiebungen regeln soll, gibt es kaum Fortschritte. Es geht ja auch um andere Staaten, wo auch Gefährder und Straftäter zurückgeführt werden müssen. Ich halte das für unabdingbar, dass das funktioniert. Druck ausüben will die EU auch verstärkt mit Visabeschränkungen. Für Bürger aus unkooperativen Herkunftsländern soll es keine EU-Visa mehr geben. Damit sollen weitere Länder gezwungen werden, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Ja, wie geht es weiter im Kampf gegen Gefährder? Darüber wird in Luxemburg beraten und wir fragen nach bei Tobias Reckmann vor Ort. Straftäter und Gefährder abschieben, das ist das Ziel der Innenministerinnen und Innenminister. Mit Tunesien war man auf dem Weg, die Rücknahme der Staatsbürger in einem Abkommen zu regeln. Das wackelt jetzt. Wie sah denn diese Vereinbarung konkret aus? Na ja, kurz gesagt besteht der Deal darin, dass die EU sehr viel Geld an Tunesien bezahlt und Tunesien dafür Migranten an der Flucht in Richtung Europa hindert. Ganz konkret geht es erstmal im ersten Schritt um eine Summe von 127 Millionen Euro, um damit zum Beispiel die tunesische Küstenwache aufzurüsten, also neue Schiffe, neue Boote, bessere Radarsysteme, besseres Equipment, damit die tunesische Küstenwache eben besser Migranten dann aufnehmen kann. Es gibt darüber hinaus auch noch Aussichten auf fast 1 Milliarde Euro an Wirtschaftshilfen. Also da geht es um richtig viel Geld. Und dafür soll dann eben Tunesien die Migranten, die versuchen von dort, von der tunesischen Küste aus Richtung Europa zu flüchten, dann aufzuhalten und aber auch, das gehört dazu, abgelehnte Asylbewerber aus Europa zurücknehmen. Und woher kommen die Unstimmigkeiten angesichts dieser Summe? War das Angebot der EU nicht gut genug? Ja, das könnte tatsächlich der Grund sein. Also es war ungefähr so Anfang des Monats, als die Meldung kam, dass der tunesische Präsident Said gesagt habe, dass man das Geld der EU nicht haben wolle. Und mit der Begründung, man wolle keine Almosen annehmen. Und mittlerweile hat Tunesien auch die erste Tranche, die man schon ausbezahlt hatte hier in Brüssel, von 60 Millionen Euro, hat die zurückgeschickt. Und da war dann auch erstmal ein großes Fragezeichen und allgemeine Verwirrtheit, warum das jetzt eigentlich von tunesischer Seite aus so gemacht wird. Mittlerweile liegt so die Vermutung nahe, dass es Tunesien wahrscheinlich nicht darum geht, diese gesamten Deal zu kippen, sondern in der Tat wahrscheinlich eine etwas größere erste Tranche, also eine größere Auszahlung für den Anfang rauszuhandeln. Ungesteuerte Migration und Asylverfahren zu begrenzen, das wird ja auch in Deutschland viel diskutiert und immer wieder nach Brüssel gezeigt. Auf EU-Ebene ist ja eine Asylreform auf den Weg gebracht. Was braucht es jetzt noch dafür, damit die auch greifen kann? Also zunächst mal ist es so, als diese Asylreform im Sommer beschlossen wurde, da war das die Position der Mitgliedstaaten. Der Rat der Mitgliedstaaten hat sich damals auf diese Asylreform geeinigt. Das Europaparlament hat es genauso getan. Und jetzt müssen diese beiden Organe zusammen eine gemeinsame Fassung erarbeiten. Trilog nennt sich das Ganze und man hofft, dass man das so bis Ende des Jahres fertig bekommt. Denn das große Ziel ist, dass die Asylreform noch vor der Europawahl im kommenden Jahr in Kraft tritt. So, und wenn das dann politisch beschlossen ist, dann braucht man eben für die konkrete
konkrete Umsetzung eben diese Migrationsabkommen, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. Denn die Asylreform sieht ja vor, unter anderem diese Asylschnellverfahren an den Außengrenzen für Menschen mit schlechten Aussichten auf Asyl. Und da stellt sich dann ja auch wieder die große Frage, wohin schiebt man diese Menschen ab? Dafür braucht man diese Partnerschaftsabkommen. Und Tunesien ist eben jetzt sozusagen der erste Fall, das erste Land, mit dem man so ein Abkommen geschlossen hat. Und das sollte eigentlich die Schablone sein, auch für weitere Abkommen mit Ägypten zum Beispiel, auch mit Marokko. Aber dieses Abkommen hat eben jetzt einige Fragezeichen. Das eine haben wir gerade schon besprochen, da geht es um die Finanzierung. Aber es hat noch ganz andere Fragezeichen, unter anderem, weil ja Tunesien auch schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Wir alle erinnern uns an die Bilder von Geflüchteten, die ohne Wasser in der tunesischen Küste, in der tunesischen Wüste ausgesetzt wurden. Also mittlerweile gibt es da schon auch viele Mitgliedstaaten in Europa, die dieses Abkommen sehr kritisch sehen. Und dann ist da noch der Nahostkonflikt. Der betrifft ja auch die Sicherheitslage innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Inwieweit war das heute Thema? Thema war es auf jeden Fall, das haben wir heute Morgen direkt hier bei den Ankünften auch gespürt. Das ist ein Thema, das ganz viele Innenminister und Ministerinnen berührt. Viele haben davon gesprochen und davon, dass man dem natürlich entgegentreten wolle. Es ist mittlerweile auch als Tagesordnungspunkt aufgenommen, eher als kleinerer Punkt während des Mittagessens. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die innere Sicherheit originäre Kernkompetenz der Mitgliedstaaten ist. Da kann Brüssel tatsächlich gar nicht so viel mit reinreden. Deswegen ist es heute vor allen Dingen eben ein Austausch, den die Minister hier haben werden. Also man wird sich über die aktuelle Lage hier austauschen, auch was die Bedrohungslage von jüdischen Einrichtungen in den Mitgliedstaaten angeht. Aber man kann eben dazu jetzt keine gemeinsame Strategie entwickeln, weil es schlichtweg eben nicht Kompetenz der EU ist. Zum Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Informationen von Tobias Reckmann. Vielen Dank.